In diesem Video zeige ich dir, wie man mit einem Eisen, einem Hybrid, einem Färbeholz und auch mit Treiber von einem Tee abschlägt. Also bleib dran, wir starten jetzt. Bevor wir jetzt starten, möchte ich dich kurz darauf aufmerksam machen, dass die Termine für die Lowest Score Wins Kurse auf meiner Homepage jetzt online sind. Hier unten in der Beschreibung findest du den Link dazu und ich hoffe, dich bald bei einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen. Erich Mikula, ein Zuseher meiner Videos, hat mir ein E-Mail geschrieben und folgende Frage gestellt. Christoph, wie spielt man ein Eisen vom Tee und vor allem, wie hoch tippt man auf? Dieses Thema wird von vielen Trainern leider vernachlässigt. Gut, lieber Erich, danke für dein E-Mail. Ich habe mir gedacht, stimmt, es wird wirklich vernachlässigt, man spricht kaum darüber. Ich habe auch auf YouTube nichts darüber gefunden. Und jetzt sprechen wir mal über die Auftiehöhe beim Eisen. Aber ich habe mir gedacht, machen wir nicht nur die Eisen durch, machen wir auch gleich die Färbehölzer, Hybride und auch den Treiber durch, dass wir alles beieinander haben und auch die Idee, mit der man dann die einzelnen Geräte schlagen soll vom Tee. Fangen wir mal an mit dem Eisen, wie du gebeten hast. Und zwar beim Eisen ist es so, die Schwungidee soll dieselbe sein wie die, wenn man einen Ball vom Boden spielt. Ich versuche ein ganz normales Setup zu machen. Ich versuche ganz normal meine Gewichtsverteilung zu haben im Schwung. Und ich versuche auch den Ball in der Abwärtsbewegung zu schlagen. Und da machen hier viele Hobbygolfer was falsch. Und zwar, sie tieren oft den Ball zu hoch auf. Das heißt, sie lassen wirklich dann oft so 2 cm, 3 cm frei, weil sie dann natürlich sich leichter tun, unter den Ball zu kommen und diesen hochzuheben. Und das führt eben zu diesen gelöffelten, geschaufelten Bewegungen. Und der Ball mag dann vielleicht schön hoch fliegen, aber er fliegt dann wirklich nur hoch, aber nicht weit. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast in deinem E-Mail, Erich. Ja? Das heißt, die Idee ist es, dass man wirklich nur ganz, ganz tief auftieht. Das heißt, ich habe es wirklich ganz gern, dass man sich vorstellt, der Ball soll eigentlich nur besser liegen. Ich habe jetzt hier wirklich das Tee vielleicht einen halben Zentimeter draußen stecken. Das Tee ist nur eine Erleichterung für den Schlag, aber du willst es nicht als eine Abschlagrampe verwenden, auch beim Eisen nicht. Ja? Ich möchte, dass du ja folgende Idee hast beim Eisenschlag. Du möchtest den ja hier in der Mitte treffen. Es wird dir nichts bringen, wenn du ihn hier oben triffst oder gar ganz unten hier bei den letzten Rillen. Und wenn du den Ball natürlich hoch auftiehst und einen ordentlichen Schwung machst, ja, dann kann es dir halt passieren auch, dass du wirklich mal hier oben die Kante triffst oder als Gegenreaktion versuchst, ihn hochzulöffeln, eben die untere Kante. Das heißt, wirklich nur ganz, ganz niedrig auftiehen, das reicht vollkommen aus und du machst dann einen ganz normalen Schwung. Übrigens gibt es da einen kleinen Trick, den ich immer wieder sehe von Profigolfern, beziehungsweise auch ich immer sehr gerne angewendet habe, wenn ich auf so ein paar drei komme, dann muss man ja nicht zwingend auftehen. Man kann ja zum Beispiel auch den Boden ein wenig beschädigen. Und zwar, was ich ganz gerne gemacht habe, ist, dass man so hier kurz reinhackt, so eine kleine Narbe hineinhackt und dann bekommt man so eine kleine Erhöhung. Und auf diese Erhöhung hier kann ich dann den Ball drauflegen. Und da liegt der Ball eben auch so da, als ob ein Tee darunter wäre, und das wäre auch eine sehr praktische, einfache Art, das zu machen. Bin nicht sicher, ob die Golfplatzbetreiber jetzt glücklich sind über diesen Tipp, aber sagt es bitte nicht, dass ihr es von mir habt. Wie spielt man ein Hybrid vom Tee? Ganz einfach, ich behandle das Hybrid im Prinzip genau gleich wie ein Eisen. Und zwar auch hier wieder gilt, ganz, ganz niedrig auftehen, nur schauen, dass der Ball ein wenig besser liegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Hybrid schlage, stecke ich ihn wirklich fast bis zum Ansatz des Tees rein. Ich lasse wirklich nur einen halben Zentimeter rausschauen. Und hier auch wieder dieselbe Idee. Ich versuche jetzt nicht irgendwie den Ball hochzuhelfen oder mit dem Handgelenk hier was zu machen, sondern ich versuche mit derselben Schwungidee den Ball in leichten Abwärtsbewegung zu treffen und mit einem guten Follow-through einfach den Ball ganz normal zu schlagen. Also keine Ballpositionsveränderungen, keine verrückte Sachen. Wo liegt der Ball beim Eisen eigentlich? Ich sage immer ganz gerne zwischen dem Brustbein und der
linken Achselhöhle, irgendwo in dem Bereich ist ein guter Ort. Aber wenn ich so eine Standardantwort geben müsste, würde ich sagen, wenn man sich so ein Logo auf dem Poloshirt vorstellt, ungefähr hier gegenüber, das ist eine ganz gute Stelle, bei der man anfangen kann. Und ich finde auch, dass das eine sehr gute Stelle für die Hybriden ist. Aber wie gesagt, das ist eine bisschen individuelle Sache. Kommen wir nun zum Färbeholz. Wie hoch soll man ein Färbeholz aufziehen? Auch hier würde ich sagen, dass es keinen Sinn macht, dass man hier wahnsinnig hoch auftritt. Erstens einmal ist so ein Färbeholz heutzutage relativ flach gebaut. Das heißt, es ist von der oberen Kante bis zur unteren Kante nicht viel Fläche vorhanden in der Tiefe hier. Und wenn man jetzt zu hoch auftritt, dann kann es passieren, dass du eben den Ball unterschlägst und ja, hier oben auf der Krone triffst und dann kriegst du diese Kerzen oder wie wir in Österreich sagen Bürgermeister, die halt wirklich nur hochgehen, aber nicht mehr nach vorne gehen, also kurz fliegen. Und hier reicht es, wenn du dir ansiehst, wo du den treffen willst auf der Schlagfläche. Und dann siehst du, aha, der Sweet Spot ist vielleicht jetzt hier 2 cm von der unteren Kante. Und ich würde jetzt ehrlich gesagt auch den Ball so aufziehen, dass er circa auf derselben Höhe ist wie der Sweet Spot. Das heißt, ich steck das Tee eigentlich wieder fast komplett hinein. Lass vielleicht ein bisschen mehr als einen halben Zentimeter rausstecken. Aber die Idee ist es hier wieder nicht in hoch aufzuziehen. Dieselbe Idee hast du auch beim Färbeholz. Du wirst nicht versuchen, ihn wahnsinnig in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Du wirst nicht versuchen zu schaufeln. Du wirst trotzdem versuchen, ihn ein wenig in die Abwärtsbewegung zu treffen. Es ist nicht untypisch, dass auch bei Profigolfern, wenn die Profis ein Färbeholz vom Tee schlagen, dass sie auch ein kleines, zartes, sage ich jetzt einmal, D-Wort schlagen. Das kommt auch ab und zu vor. Das hat ein bisschen damit zu tun, mit der Idee, die man hat, oder mit dem Eintreffwinkel. Man kann natürlich schon Folgendes machen. Man kann natürlich sich auch dafür entscheiden, dass man etwas mehr Länge vom Tee mit dem Dreiholz haben möchte. Und mehr Länge vom Tee bedeutet auch, das Tee braucht etwas mehr Länge. Das heißt, ich muss ein bisschen höher aufziehen. Wenn ich sage höher aufziehen, heißt das vielleicht ja, so einen halben Zentimeter dazugeben. Das heißt, ich ziehe den Ball nur ein klein wenig höher auf als vorhin. Und dann kann ich auch versuchen, den Ball ein wenig mehr in der Aufwärtsbewegung zu schlagen, was vielleicht ein paar Meter bringt. Ich bin dennoch der Meinung, dass die meisten Hobbygolfer Probleme haben werden, zwischen diesen zwei verschiedenen Schlägen zu differenzieren. Also ist das vielleicht eher was für ja, erfahrene Spieler. So kommen wir zum Driver. Da habe ich ja vor kurzem ein Video gedreht, genau über dieses Thema, über die verschiedenen Arten, wie man einen Driver schlagen kann. Hier oben findest du noch einmal den Link. Und da unterscheide ich ja zwischen, ja, einen Drive, den ich etwas weiter schlagen will, das heißt einen Art Power Drive, wo ich den Ball in der Aufwärtsbewegung schlage und dann würde ich den Ball etwas höher aufziehen. Ich ziehe ihn ganz gern so auf bei einem Power Drive, dass der Ball ja ungefähr die Hälfte des Balles über die Krone ragt. Vielleicht, wenn ich es richtig übertreiben will, gehe ich noch ein bisschen höher, aber ungefähr in diesem Bereich spielt sich die Auftiehöhe bei einem Power Drive ab. Wenn du wesentlich höher das auftiehst, ist es meistens so als Hobbygolfer, dass du das nicht koordinieren kannst und du wirst den Ball sehr häufig hier oben auf der Krone treffen und eben diese Kerzen schlagen. Also pass auf, dass es nicht zu hoch wird. Wenn du einen Drive hast, wo du etwas mehr abwärts auf den Ball kommst oder ein bisschen von außen, sprich einen kleinen Slice, den du ganz gerne schlagst oder nicht so gerne, aber du schlagst ihn halt, dann wäre es vielleicht besser, wenn du den Ball nicht so hoch auftiehst. Weil es ja normal ist, wenn der Schläger von außen kommt, dass er auch steiler hier so runterkommt. Und dann ist man halt sehr gefährdet, dass man hier oben trifft. Das heißt, hier würde ich dann den Ball niedriger aufziehen. Wie gesagt, also ungefähr so hoch, dass der obere Rand des Balles mit der Krone abschließt. Ja, und dann ist auch wichtig, natürlich dann, wenn ich das gemacht habe, dass ich dann nicht auf einmal auf die Idee komme, dass ich jetzt aufwärts schlagen will oder so. Also man muss schon ein bisschen die Teehöhe vom Driver seiner Fähigkeit anpassen und auch seine Intention. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es auch mit deinen Golffreunden teilst. Ich habe hier oben übrigens noch eine sehr interessante Playlist zusammengestellt über die Gewichtsverlagerung im Golfschwung. Da habe ich ein paar sehr, sehr interessante Sachen, die du dir anschauen solltest. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich dann da drüben. Tschüss!